ihr Lieben. Ich heiße euch zu einer kleinen Bahnhofsbesichtigungstour in Nordhessen willkommen. Heute treiben wir uns rund um Baunatal Guntershausen herum. Jenes 1000-Seelen-Örtchen im Fuldatal, in dem sich die von Kassel kommende Strecke aufspaltet und zum einen über Marburg und Gießen nach Frankfurt und zum anderen über Melsungen nach Bebra führt. Wir haben es hier mit zweigleisigen elektrifizierten Hauptbahnen zu tun, denen der aufmerksame Beobachter trotz diverser Modernisierungen in den letzten Jahrzehnten anmerkt, dass sie nicht in der ersten Liga deutscher Eisenbahnmagistralen spielen. Aber das macht sie ja nicht weniger interessant, wie ihr gleich sehen werdet. Neben Filmszenen aus dem Mai 2023 zeige ich euch in diesem Video einige ältere Fotos, die ich bei früheren Stippvisiten zwischen 1996 und 2006 geschossen habe. Im Mittelpunkt des Geschehens steht also Guntershausen, das 1849 auf fast einen Schlag zum Bahnknoten wurde. Am 25. September konnte die Eröffnung des 3,5 Kilometer kurzen Schnippels der Friedrich-Wilhelms-Nordbahn nach Guxhagen gefeiert werden, von wo aus es bereits seit 1848 durchs Fuldatal nach Bebra ging. Ein Vierteljahr später folgte am 29. Dezember die Inbetriebnahme der Main-Weser-Bahn Kassel-Guntershausen-Wabern, die bis 1852 in mehreren Etappen bis Frankfurt verlängert wurde. Beide Strecken erlangten überregionale Bedeutung, sei es in der Relation Ruhrgebiet-Thüringen oder Norddeutschland-Rhein-Main-Gebiet. Erstgenannte verlor durch die deutsche Teilung ihre Relevanz, zweitgenannte geriet spätestens mit Einführung des Intercity-Systems in den 1970er Jahren ins Hintertreffen gegenüber der Nord-Süd-Strecke über Bebra und Fulda. Diese riss den hochwertigen Fernverkehr an sich und stellte Kassel Eisenbahn verkehrlich ins Abseits, was sich 1991 mit Inbetriebnahme der Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg wieder änderte. 1966 wurde der elektrische Betrieb von Kassel über Guntershausen nach Bebra aufgenommen. Seit 1967 steht auch die Main-Weser-Bahn unter Strom. Guntershausen präsentiert sich als Keilbahnhof, bei dem das mittlerweile natürlich ungenutzte Empfangsgebäude im Winkel der beiden Strecken steht. Die Infrastruktur beschränkt sich nach massiven Rationalisierungsmaßnahmen auf je zwei durchgehende Hauptgleise auf der West- und der Ostseite sowie ein paar Weichenverbindungen. Vor dem Rückbau existierten auf beiden Bahnhofseiten zusätzlich je ein Überholungs- sowie mehrere Nebengleise. Diese Fotos von 1996 lassen den ehemaligen Anlagenumfang erahnen. Die Züge von Frankfurt bzw. nach Bebra hielten an den Ausbahnsteigen, während die Züge nach Frankfurt BZW von Bebra die nur durch Überschreiten der Gleise erreichbaren Zwischenbahnsteige nutzten, sodass bis zur Errichtung der Außenbahnsteige ein Reisendensicherungsbeamter im Einsatz war. Den aufgrund der Fahrstraßenausschlüsse nicht immer flüssigen Betrieb wickelten die Mitarbeiter dreier mechanischer Stellwerke ab. Der Fahrdienst hatte auf GUF sowie die Weichenwerte auf GM und GS. Wie so altertümliche Technik ließ sich in Guntershausen bis 2011 bewundern. Seitdem werden Weichen und Signale per Mausklick aus dem architektonisch anspruchsvollen elektronischen Stellwerk bedient. Die Höchstgeschwindigkeit im Bahnhof beträgt 70 km/h, was dem lebhaften Geschehen auf den Gleisen eine gewisse Gemächlichkeit verleiht. Der Personenfernverkehr in Guntershausen gestaltet sich überschaubar. Auf der Main-Weser-Bahn ist die ICE-Linie 26 Stralsund-Karlsruhe im 2-Stunden-Takt unterwegs. Auf der Fulda-Talbahn die IC-Linie 50 Köln-Gera mit mageren 3 Zugpaaren pro Tag. Diese seit Jahrzehnten beschworene Mitte-Deutschland-Verbindung führt ein Schattendasein. Deutlich erkennbar an den 5-Wagen-Garnituren und dem 6-Stunden-Takt. Immerhin genießen beide Strecken Bedeutung als Rückfallebene, wenn es auf der SFS Kassel-Fulda zu Problemen kommt oder diese, wie von April bis Dezember 2023, wegen Sanierungsarbeiten 8 Monate lang total gesperrt ist, was die hohe Zahl weißer Züge mit roten Streifen in diesem Video erklärt. Während sich der Fernverkehr also bescheiden ausnimmt, gestaltet sich der Nahverkehr umfangreich und bunt. Auf der Fulda-Talbahn fahren jeweils stündlich der RE5 Kassel-Bad Hersfeld und die RB5 Kassel-Fulda, beide bedient von der Cantus Verkehrsgesellschaft und ohne Halt in Guntershausen. Sie werden durch die halbstündliche RT5 ergänzt, die Regiotram vom Aue-Stadion nach Melsungen,
den Kassel Hauptbahnhof zwischen der Infrastruktur der Straßenbahn und jener der DB Netz AG wechselt. Während der erwähnten Fernverkehrsumleiterei ist das Angebot der Regiotram auf wenige Kurse im Berufsverkehr und am Wochenende reduziert, während die Cantusse vorübergehend alle Unterwegshalte zwischen Kassel und Melsungen abklappern. Auf der Main-Weser-Bahn ist der Nahverkehr nicht annähernd so stark vertreten. Zum einen begegnet man dort alle zwei Stunden dem haltlos durch Guntershausen rauschenden RE30 Kassel-Frankfurt von DB Regio. Zum anderen kommt ebenfalls zweistündlich in derselben Relation, jedoch mit Bedienung sämtlicher Unterwegsbahnhöfe, der RE98 mit schwarz-rot-güldenen Triebzügen der Hessischen Landesbahn des Weges. Und auch die RB39 mischt alle 120 Minuten mit, bestückt mit DB-roten Dieseltriebzügen, die in Wabern auf die nicht elektrifizierte Nebenbahn nach Bad Wildungen übergehen. So, habe ich irgendwen oder irgendwas vergessen? Ah ja, die RB38 will noch erwähnt sein. Sie absolviert ein paar Einzelfahrten nach Zimmersrode oder gar Treisa. Wie gesagt, der SPNV rund um Guntershausen ist eine ziemlich bunte, angesichts der ewigen Wiederkehr allerdings auch keine super spannende Angelegenheit. Der Güterverkehr ist im Vergleich zu den großen Nord-Süd- und Ost-West-Magistralen spärlich, wenn auch keineswegs verschwindend gering. Im Blockabstand rollende Güterzüge sollte man nicht erwarten. Allein schon die dichte Belegung des Abschnitts Kassel-Wilhelmshöhe-Guntershausen mit all den genannten Nahverkehrslinien verhindert dies. In Gesamtzugzahlen gesprochen heißt das, auf dem Bebraner Ast rollen 210 bis 250 Züge pro Tag, auf dem Frankfurter mit 120 bis 140 deutlich weniger, auf dem Gemeinschaftsabschnitt Willihöhe-Guntershausen somit 330 bis 390. Auf eben diesem Gemeinschaftsabschnitt sehen wir uns jetzt um. 3 Kilometer von Guntershausen entfernt erwartet uns der Haltepunkt Baunatal-Rengershausen. Als ich jenen Ort an einem regnerischen Maisamstag 1996 erstmalig besuchte, gab es noch den in einem gefühlt endlosen Bogen liegenden Bahnhof mit zwei mechanischen Stellwerken, RF und RN. 2002 wurde er zum Haltepunkt umgewandelt. Kurz zuvor war ich zweitmalig hier und auf diesem Bild ist zu erkennen, dass die beiden Überholungsgleise bereits vom Netz getrennt waren. Die anstatt der Formsignale aufgestellten Selbstblocksignale hat der FDL Wilhelmshöhe unter seinen Fittichen, womit sich dessen Machtbereich bis zur Einfahrt Guntershausen ausdehnt. Das vormalige FDL-Stellwerk in Rengershausen stand 14 Jahre lang leer, bevor sich ein Privatmann seiner annahm und es mustergültig restaurierte. Immer wieder schön zu sehen, wie viel Herzblut manch einer für seine Projekte aufbringt. Den Link zum zugehörigen YouTube-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Der Vollständigkeit halber sei noch schnell der folgende Haltepunkt Kassel-Oberzweren gewürdigt, der beim Bau der SFS völlig umgestaltet wurde. Der Mittelbahnsteig liegt direkt über der aus dem sogenannten Kreuzungsbauwerk Oberzweren ans Tageslicht tretenden Rennbahn, die einige hundert Meter nördlich an der Abzweigstelle Oberzweren mit der Altstrecke verknüpft ist und gemeinsam mit dieser in den noch immer futuristisch anmutenden oder einfach hässlichen Palast der Tausend Winde Kassel-Wilhelmshöhe führt. Wir springen zurück nach Guntershausen und reisen auf der Main-Weser-Bahn ins 3 Kilometer entfernte Edermünde-Grifte. Die Strecke folgte weder dem Main noch der Weser, sondern der Eder, die in Sichtweite in die Fulda mündet. Grifte ist ein dreigleisiger Bahnhof mit mittig liegender Überholung und wird aus Guntershausen gesteuert. Bis 2011 versahen Fahrdienstleiter und Weichenwärter ihren Dienst auf den mechanischen Stellwerken GRF und GS. Seinerzeit gab es ein zweites Überholungsgleis auf der Westseite. Nichtsdestotrotz wurde in Grifte nicht nur eingespart, sondern auch kräftig investiert, denn am durchgehenden Hauptgleis Frankfurt-Kassel entstand ein neuer Außenbahnsteig, sodass sich haltende Reisezüge dieser Fahrtrichtung die langatmige Eierei durch die Mittelüberholung sparen können. Das Empfangsgebäude ist privat genutzt und entsprechend gut erhalten. Grifte kann stolz von sich behaupten, zumindest zeitweilig ein Umsteigebahnhof gewesen zu sein. Von 1899 bis 1954 bestand hier Übergang zur knapp 8 Kilometer langen Kleinbahn nach Gudensberg, die in den letzten Jahren ihres Bestehens bloß noch als Anschlussgleis des Bahnhofs Grifte betrieben wurde und ihren Restverkehr 1979 verlor.
Wir kehren erneut nach Guntershausen zurück und wenden uns abschließend der Strecke nach Bebra zu. Noch innerhalb des Bahnhofs überquert diese auf einer 27 Meter hohen und 283 Meter langen Brücke die Fulda. Sie war der Grund dafür, dass der Abschnitt Guntershausen-Guxhagen erst 13 Monate nach Eröffnung der übrigen Friedrich-Wilhelms-Nordbahn in Betrieb ging. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs sprengten zurückweichende deutsche Truppen ihren Mittelteil. Beim Wiederaufbau erhielt sie 1952 ihr aktuelles Aussehen. Ursprünglich bestand sie aus 13 Steinbögen, von denen 6 erhalten blieben und bis heute die Züge tragen. Einen Kilometer weiter bietet sich aus erhöhter Position ein schöner Panoramablick ins Fulda- und Edertal. Eine der wenigen Stellen in dieser Ecke, an denen die Gleise gut einsehbar sind. Denn zwischen Rengershausen und Grifte bzw. Guxhagen verlaufen sie meist am dicht bewaldeten Hang des Fuldatals. Wer genau hinschaut, erkennt über dem von Bebra kommenden Kaktus einen auf der Main-Weser-Bahn in dieselbe Richtung zuckelnden ICE. In unmittelbarer Nähe des Aussichtspunktes befindet sich der einzige Bahnübergang, dem wir auf unserem Ausflug begegnen. Ihn nutzen weniger Straßenverkehrsteilnehmer als Züge, weshalb es nur logisch erscheint, dass hier vor der ESTW-Inbetriebnahme eine Anrufschranke installiert war. Die Idylle täuscht übrigens, denn der in der Morgensonne stehende Betrachter ist pausenlos der Geräuschkulisse der Autobahn 7 ausgesetzt, die seit 1937 kurz vor Guxhagen die Fulda-Talbahn unterquert. Auch Autobahngeschichte ist interessant und daher sei erwähnt, dass es sich hierbei um den zweitältesten Abschnitt der A7 handelt und Guxhagen seine Anschlussstelle erst 1973 erhielt. Besagtes Guxhagen ist seit 2011 nur noch Haltepunkt. Die Blocksignale werden von Guntershausen aus überwacht. Zuvor war Guxi ein auf den ersten Blick unscheinbarer Bahnhof mit einer Überholung, wies jedoch eine signaltechnische Besonderheit auf. Weichen- und Formsignale im Südkopf bediente der FDL auf dem mechanischen Stellwerk GF im Empfangsgebäude. Für den Nordkopf war bis 1974 der Wärter auf dem ebenfalls mechanischen Stellwerk GN zuständig. Dann erhielt der Nordkopf elektrische Weichenantriebe und Lichtsignale, die der FDL über ein elektromechanisches Stellwerk steuerte. Eine im Bundesbahnland ungewöhnliche Zwitterlösung, zumal es zu jener Zeit längst üblich war, vergleichbare Bahnhöfe mit niedlichen Drucktastenstellwerken auszustatten. Bis zum Abzug des FDL hielten die Züge Richtung Bebra am höhengleich zugänglichen Zwischenbahnsteig, der noch vorhanden und mit einem ungewöhnlich hohen Zaun versehen ist, um den Gleislatschern Einhalt zu gebieten. Ihn ersetzt ein Außenbahnsteig im Bereich des ehemaligen Überholungsgleises. Die frühere Ausdehnung der Anlagen ist an den Standorten der Oberleitungsmasten ablesbar. Das passende Stichwort für die Feststellung, dass von den einst 7 vorhandenen Überholungen auf den präsentierten Betriebsstellen lediglich eine überlebt hat, nämlich das Gleis 2 in Grifte. Das lange leerstehende und heruntergekommene Guxhagener Empfangsgebäude wurde kürzlich saniert und beherbergt unter anderem eine Bäckerei, einen Versicherungsmakler und eine Steuerberatungsgesellschaft. Für eine richtig schöne Verkehrsstation fehlt jetzt nur noch ein neuer Hausbahnsteig. Kurz hinter dem Haltepunkt und dem SBK 40218 taucht die Strecke dann in die Finsternis des 434 Meter langen Guxhagener Tunnels ein, der gleichzeitig das Ende unseres heutigen Ausflugs darstellt. Ja, so viel zu Guntershausen und Umgebung. Es war mir wie immer eine Freude, euch durch die wundersame Welt der Bahnhöfe und Haltepunkte geleiten zu dürfen. Und ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Tour. Bis bald!